Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Marvels Spider-Man Miles Morales. Im letzten Part haben wir wieder ein paar Nebenaktivitäten abgeschlossen. Ein bisschen Spinnentraining, ein Underground-Versteck, ein Roxxon-Labor. Und jetzt hilft Onkel Aaron dabei, dass Miles seinen Kopf wieder freikriegt, nach dem ganzen Fiasko mit Finn. Und ja, er soll erstmal wieder ein paar Sounds mixen. Das soll ihn jetzt so ein kleines bisschen ablenken. Okay, nicht an Finn denken. An Sounds denken. Den Kopf frei kriegen. Scanne die Hologramme, das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. Sampling-Modus. Drücke Dreieck, während du L2 gedrückt hältst, um das Original-Sample abzuspielen. Jetzt such den Original-Sound und hol dir eine saubere Aufnahme. Was ist das? Soll das eine Boje sein? Hier wird's gerade. Ah, ja. Gut abgestimmt, so ist es perfekt. Aber nicht das Richtige. Such weiter. Ach so, mein Controller, der vibriert, wenn eine Geräuschquelle in der Nähe ist, aber es muss nicht unbedingt die richtige sein, okay. Du brauchst unbedingt freie Sicht, damit es keine Verzerrungen gibt. Ah. Wie zu nah. Ein Stück zurück, der Pegel stimmt nicht. Okay. Ja, das ist auch nicht richtig. Aber nicht ganz das, was wir suchen. Genau. Wie gesagt. Oder es ist am Ende ganz was anderes. Ich bin mir nicht sicher. In was für... Okay, ich sehe, dass der Bereich auch eingegrenzt ist, den ich untersuchen kann. Da! Da! Jawohl, das ist es doch. Nice. Ja, das ist es. Nice, Bojenglocke. Sag ich doch. Okay, Audio Samples. Das sind weitere Collectibles? Ha! Oh, klasse. Nicht jetzt. Hey, was Gutes gefunden? Ja, wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und es macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandelnde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig, sammle alle Samples, dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, danke. Trinity Church, denkt dran, Tinkerer gehört euch. Den Jungen lasst ihr in Ruhe. Mann, war das gut. Ich war fertig. Trinity Church? Okay. Ich rufe Finn an, sobald ich startbereit bin. Okay. Ich wünschte, du wärst noch hier, Rick. Finn und ich könnten deinen Rat brauchen.
Früher war alles viel einfacher. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in den Allerwertesten treten, Rick. Ja. Dass es sich bestätigt hat, dass er tatsächlich gestorben ist, ist natürlich schade. Braucht aber nicht jeder einen Ohmmeter? Ja, auf jeden Fall. Aber es war ja absehbar. Den hat Onkel Aaron mir geschenkt. Wir sollten mal wieder spielen. Okay. Mom? Genki? Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Moms Zimmer sieht langsam wie Moms Zimmer aus. Ah, und Miles hat sturmfreie Bude, eh? Schauen wir uns einfach mal um, ob hier irgendetwas zum Interagieren ist. Das muss Abuela bei einem Protestmarsch sein. Politik liegt bei uns in der Familie. Ich wette, Abuela hätte ein paar sehr treffende Ausdrücke für Roxxon. Bestimmt. Okay. Ja. Wurde auf jeden Fall schon gut renoviert, die Wohnung. Mom rockt das. Sie kann gar nicht verlieren. Ich wünsche ihr auf jeden Fall weiter. Das ist ein bisschen klein für drei. Mit mir, Mom und Genki. Wird auf jeden Fall interessant. Hey, ein funktionierender Spiegel. Yay! Sieht man nicht oft in Videospielen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Auch zu PS5-Zeiten nicht. Traurig, aber wahr. Ich meine ja nur. Von daher immer wieder schön, so etwas zu sehen. Oh, wait. Komisch, sich Mom als Kind vorzustellen. Musik wäre jetzt schön. Ah, kann ich jetzt nochmal durch die Schallplatten gehen? Untersuchen. Ich hätte bei Abuelas Tanzstunden besser aufpassen sollen. So, vorwärts. Ich muss Onkel Aaron fragen, wo das her ist. Okay. Ah, und weiter geht nicht. Okay, also habe ich tatsächlich nur Auswahl zwischen drei verschiedenen Schallplatten. Ist ja okay. Kann ich auch was anderes nehmen? Oder nichts nehmen eigentlich? Ich hätte jetzt gerne auch nichts genommen, um ehrlich zu sein. Kann ich jetzt mit gar nichts mehr interagieren, bevor ich die Schallplatte nicht eingelegt habe? Bin ich jetzt wirklich gezwungen, die Schallplatte zu nutzen? Oder habe ich schon alles hier entdeckt? Ich würde nämlich gerne lieber raus. Natürlich. Ich kann nicht einmal die Wohnung verlassen. Kann ich die Schallplatte wieder zurücklegen? Erlaubt mir das Spiel wenigstens das? Nein. Ich bin gezwungen, sie abzuspielen. Ja, herrlich. Kann ich vielleicht auch die Musik anhalten? Nein, darf ich auch nicht. Wenn sie gestartet wird, dann läuft sie, ob ich möchte oder nicht. Naja. Die Brücke hat Mom nicht ausgebremst. Umdrehen. Wenn ich nicht aufpasse, wird Genki noch Moms rechte Hand. Miles wollte dich schlafen lassen. Bin bei der Wahlkampfzentrale. Schreib, wenn du mich brauchst. Mama. Hey, Alter, ich helfe deiner Mama mit den sozialen Medien. Das wird Zeichnung Feuer. Ist schön, die Wohnung mal für sich zu haben. Ja, ne, ist ein bisschen sturmfreie Bude. Wenn du es auch nicht wirklich genießen kannst, weil, ne, die Pflichten und so. Aber das Post kommt noch hier an. Ich muss das nachsenden. Auch interessant, dass jetzt auf einmal die Post kam. Interessant. Aber gut, egal. Dann verlassen wir die Wohnung. Okay, raus aus dem Lärm, abgeschlossen. Aktivitätsmarken. Aufstieg, Level 16. Plus 1 Skillpunkt.
plus 5% Schaden für Venom geschockte Gegner. Okay, noch was? Dann rufe ich mal Finn an. Hoffe, sie geht ran. Dame, König, Spinne, Spion. Hi. Spider-Man. Finn, hey, wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte, komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut, wir sehen uns dort. Immerhin trifft cool. Sie sich mit mir. Okay, Trinity Church, dann los. Oh je, echt jetzt ausgerechnet da, wo der gute Onkel vorhin noch einen Anruf gekriegt hat. Ich überlege gerade. Ah doch, ich spiegle mich. Ich wollte gerade sagen, spiegle ich mich überhaupt hier in den Fenstern der Gebäude? Tatsächlich, wenn man ganz genau hinsieht, ne, dann... Hallo Freunde, ja. Hier ist der Dennycast mit unserer Diskussion. Das man ist sieht's. Ihr Intro. Schwach! Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Heim! Darf ich Sie mal was fragen, Danny? Denken Sie je darüber nach, was Sie hier anzetteln? Über Ihre journalistische Integrität? Mehr als andere. Denn Ihr haltloser Feldzug gegen Roxxon ist einem echten Journalisten wie mir schleierhaft. Sie sollten stattdessen den jungen, unerprobten Selbstjustizler attackieren, der ständig Probleme in Harlem macht. Was? Sie verdrehen alles, was Spider-Man tut, zu etwas Bösem, während Sie gleichzeitig alles entschuldigen, was Roxxon tut. Sie würden Spider-Man sofort unterstützen, wenn seine PR-Abteilung besser wäre. Oh nein, 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 nein. Die einzigen Probleme, die Spider-Man löst, hat er zuvor noch selbst verursacht. Ich lobe doch keinen Brandstifter, der sein eigenes Feuer löscht. Roxxon hingegen baut eine hübsche Plaza in einem kaputten Viertel. Für die sie Häuser und Geschäfte abreißen. Unser neuer Spider-Man beweist, dass Harlem nicht so kaputt ist, wie Roxxon tut. Und Sie, Mr. Jameson. Dafür, dass Sie New York angeblich so lieben, hassen Sie die New Yorker ganz schön. Sie sind eindeutig eine sehr emotionale junge Frau. Also lasse ich hier Gnade vor Recht ergehen. Jared, auflegen! Wessen Idee war eine Diskussion mit einem Teenager? Es sieht nie gut aus, wenn man ein Kind vernichtet. Hol das Auto! Ich brauche eine Massage. Hallo? Hallo? Ja, er ist weg. Okay, danke für die Diskussion, die Sie wollten, Mr. Jameson. Und der Rest achtet bitte darauf, jede halbe Stunde aufzustehen, wenn er am PC arbeitet. Bye! Nice! Danke für einen weiteren netten kleinen Tipp. Ich hab's bereits geahnt, als diese Diskussion mit JJJ angekündigt wurde. Ich hab's geahnt, ne? Er erklärt sich im Nachhinein selbst als Sieger, lässt keines ihrer Argumente zu, weil ihm seine eigene Meinung wichtiger ist als die Fakten. Und ja, ne? Der hat seine eigene Meinung mit sich selbst schon so extrem abgesprochen, dass er keine andere Meinung zulässt, ne? Am Ende ist er wahrscheinlich auch noch so, dass er so sehr auf seiner eigenen Meinung beharrt, aber keine andere Meinung zulässt. Und am Ende sagt, ja lasst mich doch, ist doch meine Meinung, das darf ich ja wohl noch sagen. Ja, aber das, was gegen deine Meinung spricht, das darf man nicht sagen, oder was? Ne? Entscheide dich, du kannst nicht beides haben, Kollege. Ach Gott, ja, so sind halt wirklich manche Menschen. So sind sie wirklich. Und das ist traurig. Gesunder Menschenverstand ist... Deine Mom kommt hier nach dem College, wusstest du das? Sie war schon mit deinem Dad zusammen. Wir verbrachten hier viel Zeit. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus begleitete uns. Ein sanfter Beat. Mhm. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, gesunder Menschenverstand, der scheint heutzutage immer seltener zu werden, oder? Gerade was solche Sachen angeht, ne? Meine Güte. Okay. Was zum... Du bist viel kleiner. Vielleicht der Wasserturm, wenn er tropft und ich nah genug rankomme. Das könnte tatsächlich sein. Quelle blockiert.
Kann ich irgendwie... Ah! Rhythmus, Rhythmus. Ja, unauffällig. Aber nice. Ein guter Beat. Ich dachte zuerst, ich muss das Eis zerstören, damit ich das aufnehmen kann. Nö, musste ich nicht. Cool. Ging auch so. Okay, nächster Skillpunkt. Was nehmen wir da? Drücke getarnt und blendenden Lichtblitz auslösen. Kostet der letzte Schlag keine Tarnenergie. Wenn nur geschockte Gegner, die gegen andere geworfen werden. Das klingt gut. Halte Dreieck gedrückt, um mit Waffen bioelektrischer Kraft zu reißen und zu werfen. Ich nehme mal das hier. So. Was Neues beim Social Feed? Ich würde ja gern mehr vom Tinkerer hören. Denkt daran, eure tierischen Freunde reinzuholen, bevor der Sturm losgeht. Wenn sie Angst bekommen, kann alles Mögliche passieren. Hat irgendjemand was von Krieger gehört? Er ist ja nicht mehr in den Medien und der Mangel an Aufmerksamkeit könnte ihm aufs Hirn schlagen. Roxxon sagt, die Plaza wird wie geplant eröffnet. Aber wie? Die Polizei von New York hat eine Belohnung für Infos über den Underground ausgesetzt. Schön, dass sie wenigstens etwas tun. Hat noch jemand gesehen, wie Spider-Man bei den Docks beatboxt? wann kommt dein Album raus, Yo Spider-Man? Aufgepasst, New York, dieser Sturm des Jahrhunderts hat es echt in sich und wie es aussieht, wird er uns hart treffen. Deckt euch ja gut mit Wasser, Kerzen und Klopapier ein. Okay, ciao. Sturm des Jahrhunderts. New York macht sich auf stürmische Winde und eine nie dagewesene Kaltfront gefasst, während der Wintersturm immer näher rückt. Wir lieben Danica Hart, von Spidey empfohlen. Das Internet ist so viel besser, wenn man die Kommentare nicht liest. Oh Mann, du hast keine Ahnung, wie recht du damit meistens hast. Nein, also ich bekomme ja wirklich positive Kommentare eigentlich überwiegend. Ne? Ist wirklich selten, dass es so Kommentare gibt, die in die andere Richtung schlagen. Ne, und meine Fresse, irgendwann macht man sich da auch gar nichts mehr draus. Ne? Dann denkt man sich, ah, wieder einer, Mensch, ne, ist so ähnlich wie Spam-Mail, weißt du, das ne, vergisst man so schnell wieder, wie man es entdeckt hat. Ne? Man sieht es nur einmal und zack, landet es schon im Papierkorb, fertig. Man würdigt dem schon keinen weiteren Gedanken mehr. Okay, Rhino ist übel, aber dieses Horn, das Horn ist echt cool. Scheiße, Mann, du hast absolut recht. Zu schade, dass kein harmloserer Typ damit rumläuft. Kann ich mich bei der Arbeit krank melden, wenn ich bei einem Hockeyspiel unheimlich Blutdruck gekriegt habe? Ich glaube, das hatte ich schon. Ich habe Arachnophobie, aber den neuen Spidey würde ich trotzdem umarmen. Okay, ja. Unser Leben damals war gut. Wir dachten, es würde immer so bleiben. Deine Mom fing als Lehrerin an. Dein Dad wurde Polizist und ich machte mir gerade als Prowler einen Namen. Wir hatten alle so unsere Geheimnisse. Was mache ich eigentlich? Aber nichts wird ewig. Dein Dad und ich kamen uns jobmäßig zu oft in die Quere. Onkel Aaron, wenn du irgendwas anderes gemacht hättest, hätten Mom und Dad voll hinter dir gestanden. Wahrscheinlich. Jo, mach genau so weiter! Bis dann, nice. Spider-Man. Ich wollte schon mit ihr interagieren, wenn sie schon zu mir kommt. Ist ja klar. Gibt zwar keine Trophäe dafür, ich glaube, im ersten Spider-Man-Spiel gab es eine Trophäe dafür, dass man mit den Bürgern von New York so auf diese Weise interagiert. Aber hier gibt's keine für. Mache ich trotzdem ab und zu ganz gerne, ne? Wenn man schon auf dem Boden ist, ich meine, die meiste Zeit über schwingt man sich wirklich durch die Gegend. Von daher, da kann man die Zeit am Boden auch dafür nutzen, um mal ein bisschen mit den Fans zu interagieren. Woll. Man will ja nicht so abgehoben hier wirken. Nicht um die Kneipentour. Komm schon. Als Spider-Man. Die Idee für das hier kam von deinem Dad. Etwas, was immer in diesem Park zu finden ist. Einzeln leise, aber als Gruppe laut. Als Gruppe laut? Die Vögel vielleicht? Oh, gut. Das sind eindeutig Tauben. Das sind eindeutig Tauben. Und... Na toll. Habe ich's verkackt? Kommen sie wieder, wenn ich weggehe? Ja, irgendwo hinter mir. Hä? Spawnen sie wieder oder nicht? Ja, sie spawnen wieder. Okay, Klasse. Jetzt mal kurz gucken. Ich will nicht zu nah rangehen. Na, echt jetzt? Auf die Entfernung fliegen die schon weg? Das ist nicht euer Ernst. Nicht hier lang.
Nee, ist schon klar. Ich will nur warten, bis sie... Okay, wiederkommen. Etwas, das immer im Park ist. Also Vögel oder Bäume oder... Nein, Bäume sicher nicht. Ja, genau. Alter, ich muss einfach nur warten. Jetzt, oder? Echt jetzt immer noch zu weit weg? Das glaube ich dem Spiel gerade nicht. Der Controller ist so am Vibrieren, ich habe scheinbar noch nicht mal die richtige Stelle gefunden. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Hier gibt es ziemlich viele Vögel. Vielleicht? Ach Mann, ja klar, Tarnung. Ach, ich bin auch doof. Natürlich. Mann, ey, ich dachte, ich muss jetzt erstmal. Ach. Sorry. Wo wir gerade noch von gesundem Menschenverstand geredet haben, ne? Naja. Ja, kommen sie jetzt wieder oder nicht? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Wie hat der das aufgenommen? Feiert. Gute Frage. Lust daran? Das ist ewig her. Noch vor der Highschool. Wir hingen im Park rum und jemand ließ einen Hotdog fallen. Wie immer stürzten sich sofort von allen Seiten Tauben drauf. Dein Dad blieb stehen. Er sagte, Aaron, hör doch mal, das klingt wie Musik. Am nächsten Tag strummerten wir auf der Suche nach Beats durch ganz Manhattan. So wie du jetzt. Ich weiß noch, als sie mir gezeigt haben, wie man samplet. Okay. Onkel Aaron hatte die Technik. Dad das Ohr für Musik. Ah. Die haben sich also relativ gut ergänzt. Ja. Sie waren ja auch Brüder. Ne? Also gewissermaßen haben sie sich ja schon gut gekannt. Oh, und die App meldet einen Angriff in der Nähe. Und ihre Stärken haben einander gut geholfen scheinbar. Zu einem Teil. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache. Okay. Also... Laufender Motor, hä? Hier drüben ist das nicht. Einer von denen läuft doch gerade. Irgendein Motor hier läuft. Irgendein Motor. Nee, ich bin schon zu weit weg. Hier vielleicht? Wie Quelle blockiert. Sicher der Feueralarm. Ich muss näher ran. Feuerwache. Echt der Feueralarm soll das sein? Klingt ehrlich gesagt nicht so wirklich danach. Okay, Okay, Löschwagenmotor. Ich glaube, diese Umgebung hat deinen Dad dazu veranlasst, Polizist zu werden. Ich sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die Dinge von innen heraus verbessern. Dafür hat er alles gegeben. Du hast viel Gutes getan, Dad. Und ich werde das auch. Er wäre stolz auf dich. Jetzt mal im Ernst, warum musste ich jetzt den Feuerwehrmann anvisieren, um ein Motorengeräusch aufzunehmen? Ich meine ja nur,
Das wirkte so, als ob ich als ob die Quelle des Motorengeräusches aus Versehen woanders hin programmiert wurde. Weil wenn ich jetzt den Wagen, der in der Garage noch stand, wenn ich den hätte anvisieren müssen, hätte ich es ja noch verstanden. Aber nein, ich musste ja den Feuerwehrmann selbst anvisieren. Ne? Naja. Fortbewegungsherausforderung 3. 60 Sekunden haben wir Zeit, um Gold zu machen. Okay. Weniger als 75 Sekunden. Silber und alles, was drüber ist, gibt uns, Bronze. Okay. Okay, jetzt kommt die große Nummer. Bei dieser Herausforderung sind alle Kontrollpunkte aktiviert. Du musst dir die schnellste Route suchen. Geh zur Markierung, um loszulegen. Nur zu, Pete. Auf geht's. Nutze deine erlernten Fortbewegungskünste, um deinen eigenen Weg durch alle Kontrollpunkte zu finden. Okay, jetzt kann ich kreativ sein mit meinem Lösungsweg, hm? Ich bin gespannt. So, 1, go. Wow, drücke in der Luft X, um meinen Netzschwung auszuführen. Was mache ich ja gerade? Spiel. Hä? Du brauchst alle Kontrollpunkte. Lass keinen aus. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. Ups. Sehr gut, Weiß. Weiter so. Hör auf deinen Bauch. Komm schon. Mann. Spidey. Ach komm. Miles, bitte. Erhalte die nächsten Kontrollpunkte im Auge und plane deine Route spontan. Eine Schwingherausforderung, bei der es um spontane Problemlösung geht. Guter Ach du Lehrer, Scheiße. Pete. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Oh Gott. Ja, ich... Ah, come on, Mann. Oh. Nee, das starte ich nochmal neu. Das war kacke. Du brauchst alle Kontrollpunkte. Lass keinen raus. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. Und schon. Ach nö, Miles. Ich guck ja auch in die falsche Richtung. Schon okay. Du brauchst alle Kontrollpunkte. Lass keinen aus. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. Sehr gut, Weiß. Weiter so. Hör auf deinen Bauch. Ich bin so froh, dass ich recht habe. Sehr schön. Behalte die nächsten Kontrollpunkte im Auge und plane deine Route spontan. Eine Schwingherausforderung, bei der es um spontane Problemlösung geht. Guter Lehrer, Pete. Hast du geschafft, Miles. Bleib am Ball. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Komm schon. Jawohl. Ultimatives Tempo, ultimative Reflexe, ultimatives Spider-Tum. Der ultimative Miles. Geh deinen Weg, Herausforderung, fertig. Invertiere die Netzschießerdüse. Ist ein Trick, vertrau mir. So hast du in der Luft Schubkraft für einen zweiten Schwung. Ein echter Lebensretter. Cool, danke. Fertigkeiten, jetzt haben wir diesen Baum quasi komplett gefüllt. Schwinge mit X ein zweites Mal mit Netzschwung, ohne Höhe zu verlieren. Sehr schön. Bei den Sammlungen sind jetzt ein paar neue Geräusche dazugekommen, ne, bei den Audio-Samples. Cool. Super Sache. Damit haben wir die Fortbewegungs-Training-Sessions schon mal abgeschlossen. Das wäre schon mal was. Hier fehlt mir noch eine Underground-Kiste. Ah, da. Okay. Da oben ist auch noch etwas. Sollen wir da auch noch mal kurz hin? Ne? Ich meine, das Dingen... Oder? Ich überlege gerade, wo soll... da ist sogar eine Underground-Kiste, die wir bislang noch nicht gemacht haben. Ja, okay, aber andererseits, Nebenmissionen haben wir da auch noch welche, die noch nicht freigeschaltet worden sind. Von daher, es würde sich doch erst dann lohnen, wenn die weiteren Nebenmissionen da oben freigeschaltet sind.
Vorher wäre es doch ein bisschen früh, wenn ich da schon zurückkehre. Ne, wenn, dann sollte ich es möglichst alles direkt hintereinander wegmachen. Und ansonsten nehme ich nur am besten die Nebenaktivitäten mit, die mehr auf dem Weg liegen. Okay, hier fehlt mir auch eine Nebenmission. Hier Audio-Sample und Spinnentraining. Das könnte ich noch mitnehmen. Gerade das Spinnentraining, weil es mir ja neue Fähigkeiten bringt. Im Übrigen habe ich mittlerweile auch herausgefunden, es gibt scheinbar auch einen einfachen Trick, wie man die 100er-Kombo machen kann. Ne, man kann es auf die herkömmliche, normale Art und Weise machen, wie es bei mir bereits einmal beinahe geklappt hat. Oder man macht es sich etwas leichter. Die leichte Methode kann ich euch ja auch zeigen. So. Oh, okay. Boah. Times Square. Hier kann man sich gut mit jemandem treffen oder jemanden verlieren. Du brauchst ein Geräusch, das nach elektrischem Strom klingt. Ein Strom? Ich könnte mit Venom cheaten. Nee. Okay. Quelle. What? Ich hab da irgendwo schon eine Quelle. Ausgemacht. Wait, da. Aber hier unten war auch irgendetwas. Hier unten habe ich jetzt auch irgendetwas. Oder war. Ja, das da. Die Tanzakademie tritt an Fansa täglich auf. Die U-Bahn? Nee. Das hier sieht aus, als würde ich da die U-Bahn. Kann es so kalt sein bei der Sonne? Oh, nee, wollte ich nicht. Auf die Art und Weise kann ich das Schnellreisesystem System auch nutzen. Auch interessant. Aber nee. Ja, das ist eindeutig nicht die Quelle, aber egal. Schön fies dir zu sehen. Aber das Geräusch würde alles andere überdecken. Ich glaube, da. Da komme ich doch schon näher. Zu nah? Das ist das Falsche. Ja, irgendwo hinter mir. Zu nah? Hier schon auf Abstand? Ja. Ich könnte einen Kaffee brauchen. Ich habe kein Geld dabei. Und das Geräusch passt auch nicht. Schade. Hätte sie schon darum gekümmert, wenn Spider-Man sich nicht eingemischt hätte. Suche die Quelle. Zu nah? Wie zu nah? Echt jetzt? Die Dinger? Eine Werbetafel oder ein Schild vielleicht? Das Licht? Werbetafel, Schild, das da? Das da? Da ist es wirklich! Gerade eben wurde es doch hier abgespielt, oder? Ich komme näher. Das da, oder? Okay, ich gehe mir auf Abstand. Komm schon. Komm schon. Ja, wie weit soll ich denn noch weggehen? Echt jetzt? Alter. Hallo? Alter. Was verlangt das Spiel denn da gerade von mir? Den Maske mach ich krank. Es muss die Flagge da sein. Die neonfarbene. Wow. Ja, ja, schon klar. Aber mir wird ständig gesagt, ich bin zu nah. Egal wo ich bin, soll ich, keine Ahnung, da oben hin? Nein, immer noch zu nah. Hier vielleicht? Alter, tatsächlich. Okay. Na dann. Das ist cool. Okay, Leuchtreklame summen. Ich dachte zuerst, das Spiel hat irgendwie einen Fehler und es zeigt mir an, ich sei zu weit weg.
Deswegen bin ich näher rangegangen, obwohl da steht, ich bin zu nah. Weil ich mir dachte, keine Ahnung, vielleicht hat das Spiel, zeigt das Spiel gerade die falschen Worte an. Ich lebendig an. Nachdem ich mich Prowler nannte, traf ich damals meine erste Klientin unter diesem Schild. Die Neonflagge ist kaum zu verfehlen. Das stimmt. Naja, tut mir leid, dass ich an dem Spiel gezweifelt habe. Und in der Menge kann man gut untertauchen. Sie sollte ein Gemälde stehlen. Als ich mich umsah, traf mein Blick den deines Dads, der weiter weg stand. Er sagte kein Wort, drehte sich um und ging. Er wusste nur, dass ich ein Dieb war. Mehr nichts. Aber das reichte schon. Er ahnte bereits, was aus uns werden würde. Lange vor mir. Wenn du vorher die Kurve gekriegt hättest, hätte er dir verziehen. Das weiß ich genau. Ja. Dieser Blick sollte wahrscheinlich einfach nur heißen, Alter, das ist, Alter, ich werde dir nur einmal sozusagen mit diesem Blick sagen, du hast noch eine Chance umzukehren. Danach sind wir fertig miteinander. So war das wohl gemeint. Okay, ein Treffer Gold, zwei Treffer Silber, drei Treffer Bronze. Kampfherausforderung. Also, darf ich nicht getroffen werden oder höchstens einmal? Oder worum geht es hier? Hey, Mais. Bei dieser Kampfherausforderung musst du gut ausweichen. Besiege die Gegner und lass dich dabei möglichst nicht treffen. Bei vier Treffern musst du neu anfangen. Geh in den Kreis, wenn du bereit bist. Viel Glück. Dann mal los. Okay. Tatsächlich. Üben wir das perfekte Ausweichmanöver. Weich erst im allerletzten Moment aus. Vorsicht vor den Schüssen! Er ist verkleinert! Achtung! Guter Start! Da kommen noch mehr! Oh, oh, komm schon! Das sind echt viele! Vorsicht! Das sind Fernkämpfer im Einsatz! Oh nein! Ein Treffer! Macht nichts! Ja, ein Treffer ist noch okay! Schande. Ich schaff das. Mist. Oh. Ehrlich, das Wort spektakulär verwendet. Also, spektakulär, Miles. Sehr schön. Das sieht mir nach neuen Fertigkeiten aus. Denk dran, du kannst Gegner nach einem perfekten Ausweichen ausnocken. Echt praktisch. Ich meine ja nur. Ein Treffer und K.O.? Muss ich ausprobieren. Echt? Cool. Kampf. Drücke nach einem perfekten Ausweichmanöver gegen Gewehr- und Pistolenschüsse Dreieck für einen sofortigen Takedown. Nicht schlecht. Boah, und vor allen Dingen, ich habe gemerkt, diese Herausforderung, da konnte ich jetzt auch eine sehr hohe Combo herstellen. Boah, der Black Screen, der hat mich jetzt kurz erschreckt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Akrobatisches Ballett? Gefängt! Vorsicht! Da sind Fernkämpfer im Einsatz! Ein Treffer! Macht nichts! Kampfstab! Er drückt gleich ab! Achtung! Pete mag es schwierig! So, die mit Knüppel, die schalte ich sofort aus. Weil die so einen sofortigen Konter. Oh oh. Weil die einen sofortigen Konter ausführen können.
Oh nein. Das war knapp. Oh nein. Oh, das war knapp. Komm schon. Hallo. Nein. Nein. Oh mein Gott, ich war schon bei 90. Och, das darf nicht wahr sein. Oh Gott, verdammt. Hätte ich statt Dreieck Kreis gedrückt. Ah. Oh. Oh Gott, Leute. Das war der falsche. Oh nein. Oh nein. Ah, neu starten. Die mit dem Knüppel, auf die muss ich aufpassen. Die machen ja so einen Instant-Konter. Alter, ey. Sind auch vertraut. Klingt komisch, aber guter Rat. Vorsicht, da sind Fernkämpfer im Einsatz. Achtung! So, dich mach ich fertig. Die nächste Welle kommt. Weiter so. Ich mag es schwierig. Zeitbeschuss. Schnell ausweichen. So weit, so gut. Knapp. Nein. Oh Gott. Oh, das war eng. Episch. Die letzte Welle. Du schaffst das. Noch mehr. Nein. Oh nein. Los geht's. Komm schon. Nein. Oh Gott. Das war eng. Nein! Nein! Oh Gott. Ich hab noch. Ein Treffer. Macht nichts. Ich hab sie noch. Komm, komm! Bam! Yes! Gold. Nee, Silbertrophäe 100er Combo habe ich gerade bekommen. Oh Gott sei Dank. Endlich. Die leichtere Methode musste ich jetzt doch nicht anwenden. Oh. Geil. Leistung. Jawohl. Und ich habe auch noch Gold hier geschafft. Geil. Oh, Leute, Hammer. Ich habe direkt gemerkt, Alter, das eignet sich ja perfekt, um die 100er-Kombo zu machen. Ne? Also, okay. Aber, bevor ich den Part beende, von der Zeit her reicht es auf jeden Fall, erkläre ich euch einmal die leichte Methode. Am besten an dem gleichen Beispiel hier, ne? Also, was empfohlen wird, um sich die Trophäe etwas leichter zu machen, falls man es nicht so hinbekommt, wenn man es sich etwas leichter machen will, ist ja alles kein Problem. Dann kann man sich einmal den Schwierigkeitsgrad auf ganz leicht stellen, ne, auf dem Schwierigkeitsgrad aus der Nachbarschaft ist nicht nur der Game Over unmöglich, es gibt sogar noch, ja, einen kleinen Bonus, wenn dieser Schwierigkeitsgrad aktiv ist. Also es wird empfohlen, um es sich eben leichter zu machen, auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad aus der Nachbarschaft wechseln. Denn, wenn man das macht, ich kann die Herausforderung doch nochmal machen, oder? Moment. Ich gehe mal ganz kurz weg und anschließend wieder zurück. Die können mir nicht erzählen, ich kann die Herausforderung nicht mehr machen, sobald ich Gold darin gemacht habe. Aha, jetzt geht's. So, und zwar,
Die Sache ist folgendes. Das ist mir durchaus auch ab und zu aufgefallen. Ich habe es aber nicht erwähnt und der Trophäenleitfaden hat es auch bestätigen können. Jedes Mal, wenn ich ein perfektes Ausweichmanöver mache, steigt der Combo-Counter um 1. So. Das zum einen. Und wenn man den leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt, dann wird der Combo-Counter nicht zurückgesetzt, wenn man getroffen wird. Wie ihr seht, ich werde getroffen, aber durch die Treffer an sich wird die Combo nicht zurückgesetzt. Nur wenn ich nichts mehr mache. So, ne? Ich mache jetzt mal so ein bisschen die Combo hoch. Akrobatisches Ballett. Gefällt mir. Und Nummer 4. Ne, also. Ja, Nummer 4. Ups. Ich muss da auch viel einstecken. Habe den Kreis, wenn du nochmal willst. Ja, okay. Next. Pete meint es echt ernst. Zugegeben, ja, gut, die Herausforderung resettet sich ja, wenn man den vierten Treffer einsteckt. Okay. Aber auf diese Art und Weise hat man wenigstens keinen krassen Stress, was die Treffer angeht. Ne? Dann muss man zwar wieder von vorne anfangen, aber die Methode, die man jetzt eigentlich nutzen soll, ist, dass man die ganze Zeit perfekt ausweicht. Ne? Man macht jetzt die ganze Zeit nur perfekte Ausweichmanöver. Und mehr nicht. So. Das könnte man jetzt die ganze Zeit über machen. Ne? Die ganze Zeit die Ausweich... den perfekten Ausweichmove machen, dadurch den Counter nach oben treiben. Ja, bedeutet, dass man eben das Timing 100 Mal in Folge quasi korrekt ausführen muss. Der Vorteil hier, die drei Gegner sind ja alles Nahkämpfer. Das heißt, wenn man sich da das Timing einigermaßen eingeprägt hat, ändert es sich ja nicht. Da kommen jetzt nicht plötzlich noch irgendwelche Fernkämpfer dazu, ne? Das heißt, einfach die ganze Zeit, zack, die ganze Zeit das wiederholen. Und der Combo-Counter geht automatisch hoch. Sehr beruhigend, ne? Zu wissen, dass Pete auch nicht jederzeit und ab und zu ist. Kann man getroffen werden. Das ist nicht schlimm. Solange man nicht viermal getroffen wird, natürlich. Ne? Und diese Methode muss man jetzt nicht unbedingt hier machen. Ich wollte es nur an dem Beispiel dieses Kampfes machen. Diese Methode kann man natürlich überall benutzen. Bei jedem Kampf. Man kann es auch erstmal so machen, dass man alle Gegner, deren Ausweichmanöver man nicht gut drauf hat, ne, wo man nicht das Timing so gut hinkriegt, die Gegnertypen könnt ihr zuerst K.O. hauen, bis dann nur noch die übrig bleiben, mit denen ihr klarkommt. Und dann macht ihr die ganze Zeit nur die Ausweichmoves mit denen. Die ganze Zeit, so wie hier jetzt. Ne? Das könnt ihr auch bei einem Verbrechen machen auf der Straße oder bei irgendeinem Storykampf, wie ihr wollt. Bei einer Nebenmission, egal. Ne? Meinetwegen auch bei einer dieser Kampfherausforderungen. Ist ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Wie ihr hier seht. Könnt ihr auch bei den anderen Kampfherausforderungen machen. Mit Sicherheit. Ne? Ja, okay. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber der eine Treffer war jetzt nicht schlimm. War jetzt nur blöd. Ich hätte jetzt zumindest einen Schlag machen müssen, um den Counter hochzuhalten. Also natürlich, falls man mal getroffen werden sollte, haut einmal kurz zu, ne? Einfach einmal dem Gegner eine reinsemmeln, nur ein einzelner Schlag, damit der Combo-Counter wieder um 1 erhöht wird und der Timer bis zum Ablauf der Combo, ne, bis sie beendet wird, dass der Timer wieder resettet wird, dass ihr wieder etwas mehr Zeit habt, um den nächsten Ausweichmove hinzukriegen. Auf diese Art und Weise macht ihr den Gegnern möglichst wenig Schaden, sie bleiben möglichst lange am Leben, weil das perfekte Ausweichen an sich macht ja keinen Schaden. Es sorgt nur dafür, dass die Gegner kurzzeitig handlungsunfähig werden. Ne? Dementsprechend, das ist so eine Methode, die man nutzen kann für die 100er-Kombo, wenn man es möchte. Ne? Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ihr könnt es so machen wie ich bei dieser Herausforderung. Ihr könnt es auch bei einem anderen Kampf machen. Es muss ja nicht dieser sein. Ich habe nur eine Chance hier gewittert, als ich gemerkt habe, wie hoch der Combo-Counter gehen kann. Und es reicht tatsächlich perfekt für die 100er-Kombo. Relativ gut. Deswegen, ne? Jetzt stolle ich natürlich auch wieder auf normal um, ne? Auf freundlich. Okay, ist auch gespeichert geblieben. Sehr gut. So. Ne? Und das war's auch schon. Ich werde jetzt absichtlich. Achtung jetzt! Nur noch eine Chance! Ich verkacke jetzt absichtlich.
Weil wir haben ja schon Gold. Passt schon. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir haben nicht nur die Herausforderung auf Gold abgeschlossen, wir konnten sogar eine weitere Trophäe freischalten. Ja, ist okay. Aufgeben. So. Passt. Ist doch cool, oder? Die 100er-Kombo, da habe ich mir so ein bisschen Sorgen drum gemacht, aber das Spiel bietet uns genug Möglichkeiten. Und wie gesagt, falls jemand von euch Probleme damit haben sollte, falls er immer wieder getroffen wird, dann kann er es sich auf diese Art und Weise etwas leichter machen, ne? Und dann klappt es hoffentlich auch. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall auch viel Erfolg bei der 100er-Kombo. Ist tatsächlich nicht so schwierig, wie es klingt. Ne? Was treiben die vom Underground nur hier? Bei so Combo-Count-Trophäen, das ist ja meistens relativ, ja, naja, nicht furchteinflößend, aber man hat doch schon Respekt davor, aber an sich geht's ganz gut klar. Hey, ich kann nichts dafür. Meine Finger kleben. Out. Hallo. Ups. Schön für dich. Mann. So. Bam. Da ist er down. Oder auch nicht. Okay. Naja. Das war der letzte. Okay. Wo ist jetzt die Kiste? Die soll ja hier irgendwo sein. Hier? Direkt unter mir? Ach, da in der Kiste. Oh. So. Keine Ahnung, ob da unbedingt Venom nötig gewesen ist, um diese einfache Holzkiste zum Platzen zu bringen, aber egal. Danke für das Upgrade, Underground. Ne? Ich wette auch, ein normaler Schlag hätte diese Kiste zum Bersten gebracht. Hallo, guckt euch mal die ganzen Aktivitäten an, die wir jetzt hier in der Ecke haben. Oi. Alter. Da bekomme ich ja schon Lust drauf, das jetzt alles hintereinander zu machen. Komm, wir machen jetzt zumindest in diesem Part noch diese eine Geräuschquelle. Ne? Wir holen uns ein weiteres Soundsample ab. Eine weitere Geräuschprobe. Soundprobe, wie auch immer. Und dann war es das auch für heute. Dann haben wir wieder genug geschafft. Und natürlich wäre es auch schön, wenn wir die Story weiter fortsetzen. Aber hier in dem Gebiet zum Beispiel können wir durchaus die 100% machen. Hier auch. Ah, wobei hier ist eine Sache noch gesperrt. Irgendein Sammelgegenstand. Keine Ahnung welcher. Hier auch. Das ist auch krass. Was ist das? Eine Nebenmission? Nee, dann würde da auch wie bei den anderen Gebieten Nebenmissionen stehen. Es ist irgendetwas Gesperrtes. Eine Art Sammelgegenstand, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Nur was für einer. Tja. Keine Ahnung. Egal. Hier im Viertel wimmelt es an Tönen und Geräuschen. Du suchst etwas Helles, Unverwechselbares. Hell was? Okay. Hell. Okay. Reiß dich zusammen! Doch ein Windspiel. Ob ich nah genug rankomme? Das da? Beim Tor? Ja. Ja, das wird es sein. Ja, ein Windspiel. Das nice, das konnten wir schnell ausfindig machen. Schön. Gut, Ein. An diesem Platz bekam ich meinen ersten Job. Ich kam direkt von der Schule. Ich hatte weder Ausrüstung noch Maske. Ich sollte den Boss von jemandem überfallen, ihn aufmischen und ausrauben. Dann Dad hat's rausgekriegt. Unter dem Windspiel hat er mich eine Stunde lang angebrüllt.
Aber verrat mir das kaum. Ich muss ihm versprechen, nie mehr zu stehlen. Jetzt hätte Wort gehalten. Das hätte er nicht verdient. Ja, das wünschte ich auch. Vielleicht hättet ihr euch da nicht zerstritten. Ich kann mir nicht vorstellen, mit meiner Familie zu brechen. Ja. Ist immer schwierig, sowas. Okay. Zeit für ein paar weitere Verstecke, aber selbstverständlich werden wir das nicht mehr in diesem Part machen. Ein weiteres Mal macht mich die PlayStation darauf aufmerksam. Alter, du bist schon wieder nah an der einen Stunde dran, ne? Die Grenze ist bald erreicht. Mach hinne. Ist ja okay, PlayStation. Ach, das Spiel macht einfach so Bock, also generell. Ein Autodiebstahl hat sich zu einer Verfolgungsjagd entwickelt. Ich habe gerade so Bock auf die Spiele, die ich zurzeit spiele. Also nicht, dass ich auf die Spiele, die ich vorher gezockt habe, keinen Bock gehabt hätte. Ne? Ganz im Gegenteil. Nur, keine Ahnung, irgendwie bin ich jetzt gerade so im Aufnahmefieber. Ne? Deswegen kommen jetzt in letzter Zeit sehr viele Parts mit Überlänge raus. Und Überlänge ist halt schon für mich im Prinzip der Raum, so ungefähr der Raum 45 Minuten bis eine Stunde. Das ist für mich schon so ein bisschen Überlänge. Gewissermaßen. Oder, naja, sagen wir mal großzügigerweise 50 Minuten bis 60 Minuten ist Überlänge, ne? Ah, keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade sehr gut gelaunt. Wie auch immer. So oder so, es macht Bock alles gerade. Und das bleibt auch hoffentlich so. Okay, dann würde ich an der Stelle für heute Schluss machen. Im nächsten Part gönnen wir uns die nächsten paar Nebenaktivitäten. Ich würde sagen, das hier nehme ich auch noch mit. Mein Gott, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Sollte kein Problem sein. Hier ist die nächste Kampfherausforderung. Soll ich hier eventuell auch zur nächsten Lautlos-Herausforderung gehen? Ich weiß nicht. Um ehrlich zu sein, ja, diese vier Nebenaktivitäten würde ich im nächsten Part gerne machen. Dann noch die Zeitkapsel mitnehmen und dann aber allerspätestens würde ich zur Story-Mission gehen. Das wäre jetzt so mein Plan für den nächsten Part. Okay. Dann würde ich an der Stelle für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.